Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. So steht es im Johannesevangelium im 20. Kapitel, Vers 18. Hier spricht Ulrich Konrad aus Kirchheim. Wann immer ich auf dem Friedhof bin, sehe ich sie, die Frauen. Wie Maria Magdalena gehen sie an die Gräber, um ihren Liebsten nahe zu sein. Auch sie wollte, damals an jenem ersten Ostermorgen, ihrem geliebten Verstorbenen nahe sein. Doch für sie war der Gang zum Grab gefährlich, denn Jesus galt als politischer Aufrührer. Auch nach seinem Tod war die Gefahr nicht vorbei. Wer weiß schon, was mit denen passiert, die sich offen zu ihm bekennen. Doch Sehnsucht und Liebe sind oft größer als Angst. Und Maria aus Magdala, sie war eine mutige, eine liebende Frau. Die Angst vor den römischen Soldaten hielt sie nicht ab, Jesus einen letzten Liebesdienst zu erweisen. Ihm wollte sie nahe sein, auch wenn ihre Liebe so kurz nach dem Tod ihres Meisters nur noch ein einziger Schmerz war. Wie viele Hoffnungen sind mit ihm ins Grab gesunken? Was hatten sie und die anderen nicht alles von Jesus erwartet? Gottes Reich, eine neue Zeit, Frieden und Gerechtigkeit auf Erden. Alles vorbei. Das Grab ist der einzige Ort, der ihnen geblieben ist. Vorbei die Träumereien von einer besseren Welt, in der alle Menschen die Gegenwart Gottes spüren können und das Reich seines Friedens allen offen steht, die ihm vertrauen. Gilt es nun, den harten Tatsachen wieder ins Auge zu schauen und alle Hoffnungen fahren zu lassen? Zurück in das Leben, das sie vor der Begegnung mit Jesus geführt haben? Zurück in den Alltag, den oftmals lieblosen und ungerechten? Aber kann das überhaupt gehen? Kann man Jesus begegnen und sein altes Leben weiterleben? Maria aus Magdala konnte das nicht. Und es kommt alles ganz anders. Das Grab ist leer. Sie hört ihren Namen, sieht eine Gestalt, einen Engel, einen Gärtner. Da ist zuerst Erschrecken und Angst. Und nun auch noch das, ein leeres Grab. Wie lange mag es gedauert haben, bis ein zitterndes Erkennen den Schrecken erhellte? Das Grab ist leer, weil es Jesus nicht halten konnte, weil Jesus den Tod besiegt hat. Wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, bis Maria Magdalena es spüren und glauben konnte. Der Tod ist besiegt. Wir alle haben da unsere eigenen Rhythmen, die uns aus der Trauer heraus ins neue Leben wiegen. Doch das Grab konnte Jesus nicht halten. Und das gilt nun für alle, die ihm vertrauen. Auferstehung fängt damit an, dass Gott die Mauern aus Angst und Trauer durchbricht, damit Licht einfallen kann in die Dunkelheit der Trauer und unsere Herzen erhellt, so wie bei Maria. Da, wo Gott seine Hand im Spiel hat, können wir alle von den Gräbern unseres Lebens aufstehen. Nichts ist todsicher, denn Christ ist erstanden. Halleluja. Wir beten: Barmherziger Gott, Ursprung allen Lebens, zeige uns deine Nähe, damit alle Totenstarre weiche und neues Leben sich rege. Lass uns darauf vertrauen, dass kein Grab uns halten kann, dass wir und die, die wir lieben, bei dir leben in Ewigkeit. Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es segne dich Gott, der Vater. Er sei der Raum, in dem du lebst. Der Sohn, er sei der Weg, auf dem du gehst. Der Heilige Geist, er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt. Amen.